So, guten Morgen. Da im Hintergrund kocht gerade das Kaffeewasser. Die ganze Nacht hat es, also heißt die ganze Nacht, es hat auf jeden Fall nachts gut geregnet. Im Moment tropft es zwar, aber ich glaube, das kommt nur von den Bäumen. Ich hoffe mal, dass es trocken bleibt. Ja, mein heutiges Ziel ist mal, ich komme 5 Kilometer an meinem Heimathaus vorbei, sage ich jetzt mal so, an meinem Elternhaus vorbei. Und da gehe ich dann nicht auf den Campingplatz, dann schlafe ich heute Nacht zu Hause. Naja, aber bis dahin erst noch mal frühstücken und ganz in Ruhe sehen, dass ich loskomme. Hier ist der Römerpark in Berchkam. Leider ist geschlossen, kann ich jetzt nicht rein. Und hier kann man zum Beispiel sehen, wie so eine Wallanlage bei den Römern ausgesehen hat. Mit Graben davor. Und dann die Mauer mit Turm. Und von der anderen Seite auch, wie die Mauer aufgebaut ist. Sowas finde ich immer ganz interessant zu sehen, was sie damals alles schon so gebaut haben. Wobei, wenn ich mir das angucke, die Kanthölzer, die sehen schon ziemlich maschinell gesägt aus. Ich denke mal, damals werden sie eher behauene Kanthölzer gehabt haben. Ich glaube nicht, dass sie schon sowas sägen konnten, oder? Wisst ihr das? Ich nicht. Ja, ich fahre mal weiter. Bevor es die ganzen Kanäle hier im Ruhrgebiet gab, ist die Lippe unter anderem auch von den Römern mit solchen Booten befahren worden, vor allen Dingen zum Gütertransport. Ja, mittlerweile bin ich in Lünen angekommen. Von Lünen aus geht es dann weiter Richtung Waltrop, Datteln, Haltern, Mahl. Ja, dann geht es in Lünen mitten durch die Innenstadt. Und ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, direkt vorbei an 2 Fahrradgeschäften. Der Pegelstand heute 2,60 Meter. Da könnt ihr jetzt nicht mehr sehen, aber ich konnte es gerade sehen. Ja, man kommt hier natürlich auch immer wieder an Kraftwerken vorbei. Ist nun mal so, an den ganzen Flüssen gibt es ja genug davon und gerade die Lippe, die wurde ja richtig gebeutelt, was das angeht. Lange Jahre hatte die Lippe auch eine sehr schlechte Wasserqualität. Mittlerweile ist man da ja viel besser geworden. Und ich weiß auch, dass in einigen Gegenden in der Lippe wieder geschwommen wird.
jetzt in Finnum oder Winnum, weiß nicht genau, wie man es ausspricht, in V. Und ja, ich brauche erstmal ein bisschen Päuschen. Aber mein Fahrrad braucht auch ein bisschen Pflege, beziehungsweise die Kette. Die fängt nämlich an zu zwitschern. Aber ist auch kein Wunder. Ich zeige euch das mal. Also die Fahrt gestern und heute auf den geschotterten Wegen bei der ganzen Nässe. Die haben ihre Spuren hinterlassen. Ja, kommt dann gleich mal ein bisschen Kettenöl drauf. Ab hier kenne ich mich jetzt aus. Jetzt bin ich hier an der alten Fahrt in Olfen oder bei Olfen. So. Dann ist es von hier aus schon wirklich nicht mehr weit bis zu meinem Elternhaus. Ja, dann kann ich heute den Rest des Tages genießen. Ganze 20 nach 10. Ich schätze mal 2 Stunden oder so. Müsste ich zu Hause sein. Jetzt habe ich tatsächlich schon wieder einen Platten. Ja, ich weiß, mit Schwalbe-Marathon wäre das nicht passiert. Ja, mal wieder am Datteln am Meer. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Kilometer geradeaus fahren. Und dann bin ich zu Hause. Allerdings, der Platten, der hat mich wieder Zeit gekostet. Ja, ärgerlich. Da hat sich eine Glasscherbe schön reingefressen. Aber ich glaube, auf kurz oder lang wäre die auch überall durchgegangen. Weil von außen war das kaum zu sehen. Ja, hier verlasse ich jetzt die Route. Na, über die Brücke geht's. Dann fahre ich erstmal nach Hause. Dann gucken wir mal weiter. Ja, da kommt meine Endspurtbank. Da mache ich immer noch mal eine letzte kurze Trinkpause, bevor es dann nach Hause geht. Heute auch wieder. Wir haben es gleich 13 Uhr. Bis dahin bin ich dann auch zu Hause bei meinen Eltern. Ja, 70 Kilometer sind es. Beziehungsweise ich habe mich ja einmal verfahren. Ich schätze mal so 65 müssen es sein. Das Stück. Ja. Werde ich gleich erstmal das Fahrrad sauber machen. Sieht aus wie Sau. Die Kette, die habe ich ja gerade schon gefettet, aber ich denke mal, die mache ich auch noch mal ein bisschen sauber. Schadet nicht. Dann noch mal wieder Luft hinten aufs Hinterrad. Ist zwar dicht, aber mit der kleinen Pumpe, das ist einfach nicht genügend Druck drauf. Naja, würde ich sagen, für heute mache ich hier Schluss. Wir sehen uns morgen.